Ich sitze im Bus mitten in der Lüneburger Heide. Und dieses Magazin da, das lese ich aus rein beruflichen Gründen, um mich auf meine Gastgeberin vorzubereiten. Echt jetzt. Ich fahre nämlich zu Jenny Elvers, die ich bisher nur aus der Boulevardpresse kenne. Sie ist aber auch Schauspielerin und sie ist selbsternannte Queen Mom à la Luder. Die einstige Heidekönigin war Freundin des Musikers Farin Urlaub von den Ärzten. Mit dem Big Brother-Teilnehmer Alex Jolik hat sie einen Sohn. Dann kamen Heiner Lauterbach, Thomas D. und ihr Manager Götz Elbertshagen, den sie auch heiratete. Heute lebt sie mit ihrem Sohn Paul und Steffen von der Beek zusammen, den sie seit ihrer Jugend kennt. Viele unterhaltsame Männergeschichten. Ein tragischer Alkoholabsturz natürlich vor laufenden Kameras. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Alkoholbeichte, Entzug in der Betty Ford Klinik, Scheidung, Flucht aus Deutschland. Vor kurzem zog sie von Marbella zurück in ihre alte Heimat nach Norddeutschland. Und jetzt komme ich. Und ich bin sehr gespannt, wie und wer Jenny Elvers, die ich ja tatsächlich nur aus der Klatschpresse kenne, eigentlich wirklich ist. Moin! Hallöchen! Na? Frau Elvers! Ja, Mensch! Schön, ich habe man muss das Papier abmachen, das ist total unhöflich. Das macht nichts. Ja, du hast das mitgebracht. Schön. Ja, selbstverständlich, ich komme doch nicht mit leeren Händen. Ja. Das ist eine schicke Bude hier, das ist ja ein ganz schön großes Häuschen. Ja, aber wir bewohnen nicht alles, aber komm mal rein. Achso, das ist sozusagen Mehrfamilienhäuschen. Ja, ja. So, wir gehen nämlich hoch. Sehr gut. Ich mach das hier mal auf, ja? Kann ich dir auf den Popo gucken? Das bin ich gewohnt. So, herzlich willkommen. Vielen Dank. Also, Pipi-Alarm da. Schlafzimmer geben wir nicht. Wieso denn nicht? Hier, nein. Hier kochen wir heute. Wir kochen was gemeinsam? Ja. Sehr schön. Du kannst das auch richtig, ne? Sagt man. Also ja. Ich hatte tatsächlich auch schon mal die Bundeskanzlerin zu Gast und habe die gekocht. Ja. Und sie hat es überlebt, wie wir alle wissen. Aber nicht hier, es war woanders? Das war woanders. Ich habe ja mal in der Nähe von Bonn gewohnt eine ganze Zeit lang. Und das kam wirklich über 1000 Ecken und Verbindungen und so weiter. Und irgendwann hat es dann geklappt. Und sie war bei mir im Wohnzimmer, und saß an dem Tisch, der übrigens drüben steht. Und da gleich mal. Aber sie war da noch nicht Kanzlerin, muss ich dazu sagen. Was war sie, Umweltministerin oder was war sie? Ach, sie war gerade Kanzlerkandidatin. Also CDU-Vorsitzende war sie. Ja, ja, genau. Okay. Und wie hat es ihr geschmeckt? Gut. Sie ist dann länger geblieben, ich glaube bis 2 Uhr morgens oder so. Was, die Angie war bei dir bis 2 Uhr morgens? Ja, bei mir bis 2 Uhr morgens. Da gehen wir mal ins Wohnzimmer. Ist das der Tisch, an dem Angela Merkel saß? Ja. Also auf einem dieser Stühle saß du heute? Auf einem dieser Stühle. Okay, den hätte ich gekennzeichnet oder so. Und hier ist die Raucherecke. Noch nicht lange, witzigerweise. Du hast erst damit angefangen. Aber man hört doch erst spät auf. Ja, bei mir ist das anders. So, ich habe mit. Willst du rauchen? Nein, jetzt doch noch nicht. Ich bin gerade erst da. Ich räume gerade ein bisschen auf. Nee, mach nicht, ich habe tatsächlich irgendwie, ich glaube, mit 41 angefangen. Großartig, ne? Ah, ist ein Schlafzimmer. Apropos, darf ich mal den Hund rauslassen? Ja, was ist denn für einer? Jack Russell. Emma! Oh. Emma! Ja, hallo, Emma. Ja. Wie alt ist Emma? Die ist schon 12. Oh, du bist ja eine Dame. Die ist schon 12. So, da gehen wir mal schnell vorbei. Da ist Ankleidezimmer Nummer 1. Hier ist Ankleidezimmer Nummer 2. Du hast zwei Ankleidezimmer? Nein, das ist das von meinem Sohn. Der also hat eine Turnschuhsammlung. Ich dachte, du hast eins zum An- und eins zum Ausziehen. Ich habe tatsächlich hier nur einen Teil.
Das hört sich jetzt großkotzig an, aber ich habe ja über die Jahre ganz viel gesammelt. Ne? Ja. Also wenn man lange schon, ich bin seit 26 Jahren quasi vor der Kamera, man sammelt über die Jahre hinweg. Du kannst natürlich auf dem roten Teppich nicht zweimal dasselbe Kleid anziehen. Ja, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. So, und hier schläfst du. Oh, das ist aber sehr, das ist toll. Ja, da habe ich schon ein paar Süßigkeiten sind noch da. Wer schläft normalerweise hier? Hier schläft normalerweise Paul. Das ist Pauls Zimmer, ja, also das ist sein Sohn. Ja, also das nebenan halt auch. Und ich habe halt gefragt und er hat gesagt, gar kein Problem, weil sonst müsstest du... Und wo schläft dann Paul? Der ist heute ausquartiert. Ah, hat wie alles Paul? Der ist 15. Darf ich? Ist das Paul? Ja, das ist Paul bei der Einschulung. Guck mal, Paul sieht... Mit den Haaren, noch ein bisschen staubig. Der kommt aber sehr nach der Mama da, ne? Mit den Haaren. Ja. 3, 4 ist auch so ganz, wirklich süß. Und ist er ein... Guck mal, da, das ist süß. Das war ja noch mal in der Wohnung in Köln. Bist du eine strenge Mutter? Ja, ich bin vor allem eine Mutter. Also ich bin nicht seine Freundin. Ja. Das heißt nicht, dass ich jetzt oberstreng bin, aber so ein paar Sachen, ein paar Regeln muss es einfach geben. Und das finde ich auch wichtig. Aber ich kann mich auch wirklich auf ihn verlassen. Klar hat er auch mal seine 5 Minuten. Na? Aber die hast du wahrscheinlich auch. Ja, so alle 10 Minuten. Ja. Warum hast du entschieden von Marbella, was ja wirklich ein wunderschöner Ort ist, wo man sagt, wenn du da leben kannst und wenn du das auch leisten kannst, dann bleibt man doch eigentlich da. Warum hast du gesagt, ich will wieder zurück ins Kalte? Ich wollte halt auch wieder arbeiten. Also das ging von da nicht? Nein, das ist ganz schwierig. Also ich habe auch gedreht in Deutschland, aber eher weniger. Und viele Sender sagen halt einfach, nee, also... Wir haben dann ja auch noch andere Schauspieler, wir müssen jetzt nicht jemanden aus Marbella einfliegen lassen. Aber es war wirklich auch so gedacht, dieses mal raus aus dem, also es war zu einer Zeit, wo extrem viel Klatsch und Tratsch in der Zeitung stand. Es war eine Zeit der Scheidung. Das heißt, es musste sowieso eine räumliche Veränderung stattfinden. In Deutschland war es so anstrengend zu der Zeit, dass ich wirklich jeden Tag Fotografen vor der Tür stehen hatte. Wirklich jeden Tag. Und es ist so spannend ja nicht, wenn ich einen Sack Kartoffeln einkaufen gehe. Wirklich, ich bin mit dem Wagen raus und immer gleich 2 Autos hinterher. Und das endete oder gipfelte vielmehr darin, dass ich einen Peilsender unter meinem Wagen hatte. Also dann groß, ja, du guckst so kritisch, ist tatsächlich so. Weil ich hatte mich dann auch wirklich irgendwann mal gewundert, warum die immer alle wussten, wo ich bin. Also auch selbst, wenn ich dann eben ein bisschen weiter weggefahren bin. Und das gibt's doch nicht. Dann haben wir ein Auto, diesen Wagen hochgebackt und dann kam auch die Polizei und so weiter und so fort. Und das war dann wirklich so ein Punkt, wo ich dachte, ich brauche Abstand. Wirst du denn jetzt hier in Ruhe gelassen? Ja, ja. Witzigerweise ist es so, dass dann tatsächlich in so einer Gegend eher beschützt wird. Und also hier, ja, gerade am Anfang wollten die Journalisten natürlich wissen, ja, wo wohnst du denn und so. Dann haben sie halt immer geguckt und gefragt und da halten die hier aber zusammen und sagen, nö, wissen wir nicht. Was wollen wir denn heute eigentlich noch so? Ja, was machen wir denn heute noch so? Du hast doch bestimmt, also ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Was machst du denn jetzt, wenn ich jetzt nicht da wäre? Was würdest du denn jetzt gerne machen? Ich hatte mir jetzt überlegt, da war ich jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr und habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Wir gehen Schlittschuh laufen. Warum denn? Du guckst so bitte. Hey, ich freue mich tierisch. Hast du was Warmes dabei? So Handschuhe, Mütze? Ich hätte Handschuhe tatsächlich dabei, ja. Aber Schlittschuhe habe ich nicht dabei. Nee, die gibt es ja zu leihen, ne? Ah, das ist der zweite Punkt, den mag ich besonders gerne. Schuhe, die andere Menschen, viele andere Menschen vor mir getragen haben, anzuziehen. Wuhu! So, jetzt sind wir mit dem Shoppingmobil unterwegs. Gib mal die 500 Euro. Es ist tatsächlich so, ne? Es hat ein bisschen was davon. Ich hoffe, wir machen Guido Maria glücklich. Genau. So, was ist das Motto? Was kaufen wir? Irgendwas? Kleide dich für Schlittschuhlaufen. Hast du das schon mal gemacht, Promi-Shopping-Queen? Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Und gewonnen. Wenn die Geschichte stimmt, sag mir, ob sie stimmt. Du warst Groupie von Farin Urlaub, von den Ärzten. Nein, das finde ich auch eine Frechheit. Nein, aber du warst 14. Mit 14 ist man nein, eher Fan als. Nein, als ich meine erstens nicht 14, völlig falsch. Ja, das ist die Geschichte, die ich gelesen habe. Wie gesagt, ich kann nur. Nein, ich war 5 Jahre, haben wir eine Beziehung geführt. Und wie alt warst du wirklich damals? Ich habe ihn kennengelernt, da war ich 17. Ab
ab wann hast du denn so eine etwas größere Öffentlichkeit gefunden? Also ab wann kannte man Jenny Elvers? Das ging eigentlich los, also mit Heidekönigin ging es los. Dann kam Otto die Serie und da war das erste Mal so richtig aha. Klar, stand in Klammern immer die Heidekönigin. Aber da waren wirklich die ersten wirklich Schauspielsachen und dann ging das eigentlich relativ zügig los. Dann habe ich ja Nicola gemacht, dann kam Männerpension und spätestens ab dem Film, eine Sternstunde der Schauspielkunst. Ja, man muss dazu noch kurz sagen, in Männerpension ist deine Rolle oder beschreibst einfach selber? Da gibt es eben eine bestimmte Szene, wo ich das Kleidchen hebe und wo man ahnt, dass ich nichts anhabe. Hast du wirklich nichts angehabt in der Szene? Ja, frag mit Detlef Buch. Detlef Buch war das, ne? Ja. Du hast schon jeden Scheiß gemacht, ne? Ich schon jeden Scheiß. Ganz viele Sachen, wo man sagt, oh, warum? Ja, warum ich? Und, ja, ich war jung, ich brauchte das Geld. Nein, aber ich war auch immer sehr abenteuerlustig. Ist ja so ein bisschen klar, die Geister, die ich rief, das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Aber irgendwo, finde ich, ist halt auch mal eine Grenze. Also, ja. Wo man auch mal sagt, okay, da ist die Tür zu, so wie ich jetzt hier dir jetzt nicht vor der Kamera mein Schlafzimmer zeige. Das ist einfach zu, da ist die Tür zu und dann muss man Grenzen setzen. Macht man aber auch bei Gästen ja nicht. Also wenn man normal, also theoretisch ohne Kamera nicht, ne? Gäste hat, sagt man ja nicht. Ja, und hier, ne? Und das Geschenk. Hier bumsen wir, schaut mal. Sag mal, habt ihr die Heizung vielleicht auch noch mal in ganz heiß? Hier ist das so, wie es schon so warm. Wir haben dick angezogen. Okay, wir müssen es jetzt offenbaren. Wir sind eigentlich doch von RTL und wir hoffen, dass du endlich mal die Bluse ausziehst. Das ist eine ganz alte Masche beim Privatfernsehen. Ja. Dreh auf! Ja, was macht sich nackt? Genau. Und du machst dich aber nicht mehr nackt. Sind jetzt, dann oder? Schon tatsächlich die Wechseljahre. Nee, ich war schon zweimal im Playboy rein. Du warst aber letztes Jahr, ich muss überlegen, nee, wann das. Dieses Jahr. Ja, ja, aber wenn wir senden, ist wahrscheinlich 2017. Oh mein Gott. Da ich war letztes Jahr im Playboy. Genau, warst du im Playboy. Mhm. Playboy. Du warst davor schon mal, irgendwie 16 Jahre davor oder so, 2000. Mhm. Und ist das dann was man sich dreimal überlegt? Oder hast du gesagt, mach ich sofort? Nee, das überlegst du dir schon. Ja. Denn dann gilt es auch kritisch zu gucken, sich mal nackig von Spiegel zu stellen und sagen, okay, geht noch oder ich bräuchte dann noch mal 6 Monate. Da ist ein Playboy. Da ist ein Playboy und da liegt ein Heft. Mensch, so. Mensch, Mensch. Ich habe natürlich, ich habe mich nur auf das Interview konzentriert. Natürlich. Die Bilder habe ich jetzt noch gar nicht angeguckt. Du bist doch bestimmt einer, der den Playboy auch nur kauft wegen der Witze. Wegen der Witze und wegen der Interviews und natürlich wegen der Titten. Du, ich find es auch immer schön, wenn die Damen, die da drin sind, immer sagen, ja, dann hat man mal was für später und kann das mal als Oma mal seinen Enkeln zeigen. Ey, wer will denn wer will Oma? Denn wer will Oma denn? So, ich zeige euch jetzt mal meine Brüste. Oh mein Gott! Das also das ist so Blödsinn. Nein. Ist natürlich Blödsinn. Was mit Paul? Kennt er die Bilder? Ja, klar. Der kennt ihn. Das muss man dann schon mal ansprechen zu Hause. Hast du ihn vorher gefragt, ob du das machen sollst? Ja, ob das okay ist. Was hättest du es wirklich nicht gemacht, wenn er gesagt hätte, nein? Wenn er jetzt ein absolutes Problem mit gehabt hätte, nee, das machst du dann nicht. Wolltest du da was trinken oder wolltest du dir den Mund ausspülen? Oder warum klappt das denn nicht mit dem Trinken hier da? Guck mal, du verlepperst ja alles. Es geht ja alles daneben. Na. Okay. Ich erzähle dir jetzt noch schnell die Geschichte, warum ich Schlittschuhfahren so hasse. Ich war 12. Ich war in ein Mädchen verliebt und sie wollte mit mir Schlittschuh laufen gehen. Und ich wollte das nicht, aber ich war verliebt. Und ja, deswegen, das macht man ja auch. Da macht man das, ja, genau. Da kann man ja Händchen halten. Und so, das kann man, wenn man Schlittschuh laufen kann. Und ich bin auf diese Eisbahn und hatte das noch nie gemacht und bin sowas von derbe auf den Hintern gefallen. Das tat wahnsinnig weh, habe dieses Spiel natürlich, diese Schmerzen natürlich überspielt, wie Colt Sievers. Und es endete damit, dass ich es nicht hingekriegt habe. Ich habe mich die ganze Zeit an so einem Pinguin, an so einem Kinderpinguin festgehalten und sie virtuos Schlittschuh. Und ich. Und dann sehe ich noch, ich habe dieses Bild noch, deswegen habe ich ein Trauma davon, wie sie mit einem anderen Typen, mit einem anderen 12-jährigen Typen, Hand in Hand aus meinem Horizont Schlittschuh laufen so. Weg. Ja, genau. Und ich ganz alleine mit dem Pinguin übrig blieb. Deswegen, also so als Stütze, so. Ja, als so ein quasi Stützpinguin. Ja. Und das ist mein Trauma. Und es wird heute wieder genau so sein. Ah, da flog noch schön Schorf raus vom Vorbesitzer. Ekel! Ach, die tun so weh! Kack, Kackerfindung ist das. Ich hoffe, die haben hier gestreut. Ja, aber Alter! So Angeber, ne? Echt, ey, Rosa. Oh Mann, und dann kommt wieder dieses Trauma hoch, weil mich wieder Kinder auslachen. Das wo ist der Pinguin? Ja, wo geht's denn hier so ein Pinguin? Schön festhalten! Ich wäre soweit. Wie
wie bremst man denn? Genau so, das ist aber glatt. Jetzt lass mal los. Ich kann nicht loslassen. Okay. Du musst ein bisschen, wir brauchen mal ein bisschen Gefühl fürs Eis. Es ist wirklich sehr glatt. Ja, ach was, echt? Jetzt lass los. Und dann? Ja, jetzt fahren. Rechts, links, rechts, links. Wumm. Yeah. Wo bist du denn? Mach mal, hebt man die Füße an? Ja, so ein bisschen. Oder nach rechts außen, links außen, rechts außen, links außen, rechts außen, links außen. Guck mal, nimm mal ein bisschen hoch und tschum. 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 So, und dann so und so. Du kannst es voll gut? Nein, ich muss erst mal ein bisschen Gefühl kriegen. Ich hab Schiss. Ich komme mir vor wie so eine. Nein, eine Karte. Wie so eine Transe, die zum ersten Mal hochhackige Schuhe trägt. Komm, ich kann dich auch ans Händchen. Oh ja, bitte. Gehen. Schön ein bisschen drehen. Oh mein Gott, ich hab doch gar keine Drehgenehmigung. Oh nein. Das findest du lustig. Also fliege ich. Die Eisprinzessin. Hast ja. Du so, es gab doch schon jede RTL-Sendung. Gab es schon eine Schlittschuh-Sendung? Ich glaube nicht. Würde ich mitmachen. Fände ich toll. Bei den Dancing Stars irgendwas? Ja, na klar. Habe ich mitgemacht gemacht und bin als Erste rausgeflogen. Das ist eine Leistung. Ja. Siehst du? Take the money and run, ne? Ja, gut. Wollen wir denn nach Hause fahren? Bisschen kochen? Ja, sowas. Ja? Sowas finde ich gut. Was ist denn? Ich komme, ich habe noch hier was in der Schublade gefunden. Aus meiner Tasche geholt. Ich habe noch ein bisschen in deinen Sachen gewühlt. Ich habe vergessen, ich habe hier noch ein Geschenkchen. Ja, ich komme ja immer mit Geschenken. Und Blumen allein, das ist ja unangenehm. Ach Quatsch. Ja. Geschenke, ja. Geschenke. Ist was, wie soll ich sagen, es ist ja auch immer so ein bisschen der Wunsch des Senders, was aus dem Sendegebiet mitzunehmen. Aha, ja. Dankeschön erstmal. Ja. Du weißt noch gar nicht, was ist? Ja, ich aber sehr gerne. Trotzdem schon mal was mitbringen, finde ich cool. Ja, finde ich auch cool. Ja? Was ist das? Also im Sendegebiet, ist immer ganz wichtig. Man muss das auch immer mit so einer Dialekteinfärbung sagen. Ja, kannst du das mal? Oh. Sendegebiet. Sendegebiet, ja. Auch für süß. Speckbrettle. Ach nee, ja. Drei Stück. Drei Stück, ja. Das ist prima. Aus Schwarzwälder Tannenholz, aus unter Naturschutz stehendem toll. Holz. Finde ich toll. Ja, vielen Dank. Da können wir jetzt drauf schneiden, weil wir müssen da bestimmt irgendwas klein schneiden. Wir können darauf schneiden, aber schön auf den neuen, warum nicht die alten? Was kochen wir denn überhaupt? Du, ich dachte mir, da mein Mann ja auch dazu kommt. Ja, ach, muss er okay. So, der kommt auch dazu und der isst wahnsinnig gerne Fleisch. Fleisch ist gut. Und ich habe mich erkundigt, ob du Fleisch isst. Ja. Das tust du. Ja. Und dann habe ich hier mal totes Tier gekauft. Ich esse das ja nicht, witzigerweise. Du isst kein Fleisch? Doch, also ich esse ganz, ganz selten und wirklich ganz, ganz selten. Also fast gar nicht. Das heißt aber, du isst jetzt gar nicht mit, oder? Also ich esse gerne Fisch, nee, ich esse nur die Beilagen. Ich mache immer für meine Männer Fleisch. Die wollen das. So. Ah, das ist schon aber eine recht spießige Speise. Rouladen, ja. Ne? Ich dachte, ich mache mal irgendwas, was jetzt so keiner denkt, was kommt. Bist du traditionell in Sachen Küche? Nein. Meine Mutter hat immer gesagt, also ich komme ja auch aus dem Südwesten auch, und meine Mutter hat immer gesagt, es gibt Roulade. Wo kommst du genau her? Ich bin in Karlsruhe geboren. Ich war auch mal eine Weile weg, aber ich bin jetzt wieder da.
Und siehst du, manchmal ist so. Es dann eben so. Dann du bist ja auch, genau, ja, du bist ja wieder jetzt da, wo du herkommst. Genau, ich bin ganz früh ja von zu Hause weg, nach Hamburg, Schauspielschule, dann in München gewohnt, dann in Köln gewohnt, dann am Starnberger See. Ne? Das ist natürlich schon was am Starnberger, mit dem Lauterbach. Mit dem Lauterbach, genau, da war doch was. Direkt am See? Ja. Hat der so viel Kohle, der Lauterbach, dass der sich... Geerbt. Echt jetzt? Yes. Schön, da stehe ich daneben, der Herr Koch. Nein, aber genau, also ich habe tatsächlich, man informiert sich ja immer vor so einer Sendung wie dieser hier, ne? Und ich wusste mehr über dein Privatleben, weil es einem ja oft durch die Boulevardpresse aufgezwungen wird, als was du eigentlich beruflich machst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, klar, das passiert halt ganz schnell, wenn man gerade in den großen Schlagzeilen unterwegs ist. Aber gerade als ich verheiratet war, ich war natürlich mit Götz Elbertshagen verheiratet, der seines Zeichens eine ganz große PR- und Managementfirma hat, sozusagen Fachmann und das dann auch noch an der Seite. Hat der dich vermarktet auch in der Zeit, in der ihr ein Paar wart? Ja, das auch. Also das hört sich natürlich sehr negativ an, ist auch in manchen Bereichen auch ein bisschen unschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Gerade jetzt, ich meine, müssen wir jetzt nicht zum Riesenthema machen, aber trotzdem weiß man es ja, dass ich sehr krank war. Dass ich da große gesundheitliche Probleme hatte und gerade nach meinem Alkoholentzug und nach Klinik und so weiter hat da gerade auch seine Firma gesagt, so jetzt machen wir dies, machen wir das, und es war natürlich ein Stück weit auch mein Wunsch, wieder zu zeigen, oh, ich bin gesund und so, aber jetzt im Nachhinein und rückblickend würde ich sagen, es war viel zu früh. Er hat mich da schon ein bisschen in die Richtung geschubst, weil ich natürlich, ich war echt lost, als ich da zurückkam. Du kommst irgendwie erstmal nüchtern in eine Welt, die du im Vollrausch verlassen hast und musst alles ändern. Das ist einfach so, sonst kannst du dich direkt wieder einweisen lassen. Du warst wirklich in der Betty Ford Klinik? Ich war in der Betty Ford Klinik, ja. War sehr teuer. Und es musste auch, ich meine, es ist jetzt ganz böse gesagt, wenn ich das sage, aber das ist halt so, da hätte ein bisschen das Geld auch wieder reingeholt. Ja, selbstverständlich. Ja. Also im Nachhinein war das falsch. Wann hast du das erkannt? Spätestens in dem Moment, wo ich merkte, da läuft doch was hinter meinem Rücken. Und dann, als er auf Weltreise ging mit seiner Sekretärin, glaube ich, war der Punkt, wo ich aufwachte und dachte so, Mensch, Jenny, irgendwas läuft hier gerade ganz unrund. Weil sowas ist ja auch nicht etwas, was über Nacht passiert. Ja. Ja, also du gehst nicht mit jemandem auf Weltreise und sagst so, tschüss zu Frau, Kind, Haus, Hund, dem Berufsleben, Firma und haust einfach mal für ein Jahr ab und sagst dann vor allen Dingen auch noch, na ja, vielleicht mal gucken, was dann ist, gucken wir mal. Sowas ist ja, das macht man nicht über Nacht. Das kann mir keiner erzählen. Also da ist dann schon ein bisschen Planung dahinter. Und das Gefühl war natürlich echt sehr bitter. Es gab ja diese eine Sendung, das war so eine, ich weiß gar nicht, wie die Das-Sendung, oder diese NDR-Sendung. Das ist ja ganz furchtbar, sich das anzuschauen. Und man hat da ja auch, ich finde es übrigens also auch komisch, dass man das sendet. Ich finde das nicht ganz okay, zu sagen. Gab es ja ganz viele Diskussionen. Und grundsätzlich darf man auch nicht besoffen in eine Sendung gehen. Also da muss ich sie da wirklich ein bisschen in Schutz nehmen. Bei mir war es so, dass ich extreme Entzugserscheinungen hatte. Also wirklich wie so ein Volljunkie. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sind nur Schmerzen, sondern eine Bewegungsunfähigkeit im linken Bein. Hups, konnte nicht aufstehen. Watsch. Erstmal, ja, die Nerven funktionieren da nicht so richtig. Dann natürlich auch der Klassiker, den hier. Ja. Und sich das dann hinterher anzusehen, war eher befremdlich. Ich musste tatsächlich auch lachen, weil das hat nichts mit mir zu tun. Weißt du? Klar. Das war so wirklich für den Außenbetrachter so, oh Gott, wie so ein Zug, der gegen die Wand fährt, aber mit offenen Augen, also wirklich sehenden Auges, voll gegen die Wand gebrettert. Im Nachhinein ist es aber so, dass es für mich sehr gut war, denn heute bin ich gesund. Wie
wie war das mit dem Sohnemann? Also hat der hat es ja mitbekommen. Das ist ja erstmal knallhart, wenn man sieht, die Mama hat da ein Problem. Ich glaube, da geht das nur mit Ehrlichkeit. Du musst offen darüber reden. Und da muss ich jetzt aber auch wieder sagen, da war mein Ex-Mann auch sehr für Paul da. Auch wenn er dann irgendwann auf Weltreise war. Ja. Also aber dem Moment, wo ich dann in die Klinik musste, konnte, durfte, muss ich ja heute wirklich sagen, hat er sich auch wirklich prima um Paul gekümmert. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und womit kompensierst du jetzt? Irgendwas muss man ja zum Genießen noch haben. Ich esse jetzt Lakritze, jeden Tag eine Tüte. Ernsthaft? Ja. Und da, ich rauche jetzt. Stimmt, du rauchst jetzt. Ich rauche jetzt. Mahlzeit. Guck mal, keine auseinandergegangen. So, mein Schatz ist hier Frau. Das sieht super aus. Ich finde das aber ganz gut, weil man auf jeden Fall die Nadeln sieht. Ja, ich habe die jetzt auch drin gelassen. Genau. Steffen. Pierre. Man wird sich jetzt fragen, das waren doch immer nur zwei, wo kommt der dritte her? Den habe ich in der Küche versteckt. Den hast du in der Küche versteckt. Ich habe nicht immer Ausgang. Könnt ihr anfangen? Ja, sehr gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber um allen, die sich jetzt fragen, wer ist dieser Mann, zu erklären, Steffen ist dein Mann. So, haben wir das geklärt. Also wir sind schön, dass du verheiratet, aber trotzdem sage ich natürlich, mein Mann ist halt auch mein Mann. Dein Typ. Ja, mein Typ. Im doppelten Sinn. Aber verlobt. Ja. Ist er verlobt? Ja. Oh, schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Oh, Schatz, das sieht nach einer richtigen Tunke aus. Ja. Nicht Soße, sondern das ist schon eine Tunke. Die habe ich aber Tunke ist auch nur gut. Tunke ist positiv, zumindest in Norddeutschland. Sehr gut. Du kommst von hier, Steffen? Ich komme aus Hamburg, born and bred in Hamburg, nordisch by nature. Weißt du Bescheid, ne? Habt ihr euch hier kennengelernt? Oder wie und wo habt ihr euch kennengelernt? Lüneburg, in der Garage. Jetzt klingt interessant. Hat nichts mit Autos zu tun. Das ist überhaupt die nicht. Disco in Lüneburg. Ja, und hast du sie angesprochen oder was? Wir sind ins Gespräch gekommen, weil wir nebeneinander standen. Aber ich war, glaube ich, nicht ihr Fall so wirklich. Und, Er ist ja jünger als ich. Na? Echt? Ja. Wie alt bist du? Ich bin 22. Entschuldigung. Wir sind zwei Jahre auseinander. Naja, das ist ja nicht. Ja, sie kann mich jetzt nicht als Toyboy bezeichnen, das wäre dann schon übertrieben. Seit wann seid ihr zusammen? 3,5 Jahre jetzt. 3,5 Jahre. Mhm. Und das heißt, du hast nicht gewusst, wer sie ist und dann hast du doch irgendwann mal informiert. Nein, damals habe ich nicht gewusst, wer sie ist. Dann habe ich es natürlich irgendwann mitbekommen, das war ja auch schwer nicht mitzukriegen. Aber da hatten wir wenig Kontakt, da vielleicht mal ein, zwei SMS, weil man sich irgendwo zufällig gesehen hatte oder dachte, man hätte sich gesehen. Mhm. Also nie ganz aus den Augen verloren, sagen wir es mal so. Ihr habt einen gemeinsamen Freundeskreis dann sozusagen schon gehabt dann. Mhm. Es war vorgestern oder gestern, und ich lese die Bildzeitung wirklich kaum. Und genau dann lese ich diesen Artikel. Ach so, oh Gott, genau, fahr ich nicht hin. Nee, also ich dachte, das muss ich jetzt einfach mal erfragen. Weil ich kenne die genaue Geschichte ehrlich gesagt nicht. Aber da ist dieses Foto mit diesem Ohr, ihr kommt vom Urlaub zurück. Es hieß, du hättest dort angerufen, direkt bei der Bild-Zeitung. Dann wurde dementiert. Ich glaube, ihr habt auch geklagt. Und jetzt gibt es ein Urteil, dass die das schreiben dürfen. Eins von vielen. Also wir haben gegen die Bild-Zeitung, glaube ich, von 8 Prozessen 7 gewonnen. Auch schon beim Oberlandgericht. Ja, wir haben insgesamt über 50 Prozesse geführt. Und vor allen Dingen, gerade in der Phase nach diesem... Ich würde es eigentlich nicht Skandal, aber so wurde es natürlich aufgenommen. Aber nach diesem großen Plomben mit Krankheit und Klinik und so weiter, war für viele halt so jetzt so Drama. Es ist egal, bin ich mal ungeschminkt vor die Haustür, so, oh Gott, was sieht sie schlecht aus. Ich hatte irgendwie einen Korb hinten in meinem Auto. Ich habe meistens irgendwas immer in meinem Kofferraum rumliegen. Was versteckt sie in diesem Korb? Ja, Wäsche für die Reinigung. In einem Artikel war ich schwanger. Magersüchtig, rückfällig, also feuerfrei für alles. Und alles ist möglich. Bist du inzwischen dann so weit, dass du sagst, da lache ich jetzt drüber? Oder? Ja, also es gibt dann immer mal so Phasen, wo einen das berührt und wo man, also kommt immer auf die Geschichte drauf an. Ansonsten denkst du echt, Alter, haben die eigentlich einen in der Klatsche? Ich rauche gleich noch eine Zigarette. Okay. Zum Abschluss. Aber dir zeige ich jetzt, glaube ich, mal, wo du schläfst.
Ja, ich glaube, ich weiß es schon. Ich glaube, im Zimmer von Paul, ne? Ja, das stimmt. Das haben wir hier. Das hast du schon gesagt, genau. Ja. Wenn das für den okay ist. Ich werde in das, keine Schublade schauen. Ist alles frisch bezogen, alles ist gut. Ist okay, das Zimmer ist auch inzwischen sozusagen neutralisiert worden für dich. Also die privaten Sachen soweit. Baseballkappen sind weg. Ja, aber auch Fotos natürlich und so weiter. Ja, alles gut. Ne? Das ist abgesprochen. Sehr schön. Ich werde noch eine Runde Playstation spielen. Ach, ja. Oder was lesen. Du sollst nicht an seine Schranktüren gehen, sonst kriegst du Ärger. Das hat er mir noch gesagt. So, geschmeckt habt ihr es? Es war super lecker. Ich räume jetzt hier noch ab und dann... Oh. Jeder, der rausgeht, nimmt was mit. Ja. Ne? Sounds like a plan. Guck mal, wer der ist. Na, gut geschlafen? Danke, hast du auch gut geschlafen. Warst du noch shoppen heute Nacht? Ich war noch shoppen, ja. Der Paketbote kam heute noch. Ich habe was vergessen. Ich habe ja noch was mitgebracht für den Hund. Ich bringe immer was mit, wenn Tiere im Haus sind. Oh, das ist aber 13 von dir. Solche Gäste habe ich besonders gern. Sehr, sehr reizend. Damit möchtest du es dem Hund überreichen? Emma. Emma, guck mal. Geschenke. Setz dich mal hin. Darf ich, ja? Ja, ja. Oder kann ich dir was helfen? Nein, danke. Ich fahre schon Brötchen. Guck mal, Hähnchen. Geschenke. Oha. Den ganzen Laden leer gekauft. Ach du meine Güte, guck mal. Darf sie das überhaupt? Oder? Ja, das darf sie, na klar. Aber das wird sie, glaube ich, mit einem Kumpel teilen müssen. Das ist ja eine Jahresration. Ja, guck mal. Sollen wir einen gleich geben? Oder darf sie ja, so doch, nicht? Na klar. Zack, guck mal. Ja, fein. Ja, was sagt man? Danke. Was sagt man? Sehr, sehr gerne. Du bist ein mieser Bauchredner. Du auch. Genau. Hast du denn gut geschlafen? Ich habe verlauter. Ich bin nicht so der Kaltstarter morgens. Ich brauche immer Zeit und bin auch nicht so kommunikativ morgens. Du bist ein freundlicher, kommunikativer, positiver Mensch. Ne? Ich bin aber auch schon ein bisschen länger wach. Das ist halt das. Also wenn ich aufstehe morgens, ist auch wirklich erstmal Kaffee. Aber klar, wenn das Kind in die Schule geht. Ist er dann auch gut gelaunt oder sagt er eher so? Ja, wahnsinnig gut gelaunt ist. Denn ja klar, mit 15, 6 Uhr, ne? 6 Uhr, nee, ich stehe 6.30 Uhr, er steht 6.50 Uhr auf. Der ist irre gut gelaunt. Ja. Also der strahlende Morgen. Steht auf und sagt, umarme den Tag. Genau. Hm? Juhu, Schule. Hm. So, was machen wir denn heute eigentlich alles an diesem wunderschönen, leicht verregneten Tag auf der Lüneburger Heide? Ich verstehe dich nicht. Was sagst du? Warum sprichst du nicht mit mir? Jetzt sag doch mal was. Jenny, so schön, ich sag doch mal was. Mhm. Wir sind ja hier auch in der Nähe deines eigentlichen Heimatortes. Den würde ich ja schon auch gerne mal sehen. Ja. Vielleicht ein Ort, der dich bewegt oder der was mit dir persönlich zu tun hat, fände ich gut. Ja, Amlinghausen zeige ich dir gerne. Zeige ich dir sehr gerne. Ich bin in dem Ort groß geworden, war im evangelischen Jugendkreis und da ganz aktiv. Ja, ja. Echt, wir haben so ein bisschen jetzt hier das Gegenprogramm, ne? Die konservative, spießige. Apropos, das Wetter ist zwar nicht so toll, aber der Hund muss trotzdem raus. Hm? Hast du Haustiere? Ich habe eine Katze, ja. Mhm. Die muss Gott sei Dank nicht raus. Nee. Glaube ich zumindest. Und die muss man nur einmal in der Woche füttern, das ist ganz praktisch. Oder? Man muss sie doch nur einmal in der Woche füttern. Es kommt auf die Katze drauf an, ich weiß es nicht. Quatsch, eine Katze kriegen wir auch jeden Tag was. Echt? Deswegen guckt die immer so traurig. Clown-Frühstück, ne? Hast du einen Lieblingswitz? Ich bin nicht so die Witzeerzählerin. Hm? Nee. Du? Nee, ich kann mich mit Witzen nicht so aus. Noch einen. Nee. Nee. Kann ich machen. Dann sagt man wieder, ich erzähle nur spanische Witze. Mhm. So eine spanische Witze. Also gut, komm. Mhm. Mein Penis war im Guinness Buch der Rekorde. Aber nicht lange, dann haben sie mich aus der Bücherei geworfen. Ja,
das hier wäre dann der Wildenpark. Also hier war ich auch schon wirklich sehr, sehr oft. Selbst als Kind schon. Also mit wirklich, meinen ja? Eltern. Ja, ja. Ah, super. Da sah das natürlich alles noch ein bisschen anders aus. Der Spielplatz war kleiner, aber es gibt herrliche Fotos von mir in unmöglichen Klamotten als Kind auf dem Spielplatz hier. Was sind das? Rastafari-Esel? Rastafari-Esel, genau. Die gibt es nur in der Lüneburger Heide. Komm, wisst ihr was? Darf man die alle mit demselben füttern oder ist das... Ja, wenn sie es mögen. Das ist schon so gedacht, dass die... Ja, schön. Hey, Digga. Hi. Schöne Absolut. Ohren. Das sind Poitou-Esel. Mensch, hast du alles weiß, ja, das habe ich mir gemerkt, weil der hat so ein Eselsohr, da habe ich, hab ich mir das gemerkt. Oh, Emma ist ziemlich aufgebracht jetzt. Ja, na klar, das ist ja aufregend für sie. Dammwild! Ja! Damm! Du sollst sie nicht vertreiben. Wir können jetzt mal ins Freigehege gehen. Ja, was hast heißt Lust? Das? Da sind die... Tigenlöwer. 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 Hauch mich mal an. Ui, ganz elegant. Bisschen besorgniserregend auch. Das, hi. Oh mein Gott. Da gibt es... Oh, Respekt. Ne? Guck mal hier. Das ist auch Respekt. Die sind Emma. Auch nicht, zurückhaltend sind die nicht, ne? Nein, zurückhaltend sind die nicht. Komm mal hier. Ja, was ist... Das ist mein Schal, hör mal. Und mein Mantel ist auch schon unten. Ich habe mich sehr praktisch angezogen. Mein Foto ist jetzt alle. Dann, ja. So, hier. Ich klebe dir das auch überall ran. Das ist dann hier eine Dschungelprüfung. Ach, das hast du ja auch gemacht. Ja, na stimmt. Guck mal. Jetzt gebe ich dir mal ein Stichwort. Jetzt frag doch mal. Richtig. Du warst du ja im Dschungel. Bist du denn bescheuert? Wie lange hast du es geschafft im Dschungel? Ich war insgesamt 10 Tage drin. Und es war ein Riesenabenteuer. Ich sag's mal gleich. Welche Staffel waren das? Wer ist denn da Dschungelkönig geworden? Menderes. Menderes ist der nicht singen kann und immer bei Dingsbums hier das Bohlen auf der Kette ist. Hast jetzt ne? du gesagt. Hier, du mal das Futter, ich hab den Hund. Ja, da, die hatten noch nicht. Guck mal, das Kleine hier. Das Kleine. Hey, wie wär's denn mit... Hi. So ist das immer, wenn ich nach der Sendung so, dann kommen die ganzen Fans. Genau. Wollen Autogramme und Sexualverkehr und Essen. Ich hab nichts mehr. Du musst den Hund auf den Arm nehmen. Die fällt doch sonst dann durch. Zack! Ich weiß ja gar nicht, wo wir hingehen. Ich weiß auch nicht, aber wir gehen jetzt hier rüber. Kommst du da rüber? Wie gesagt, ich war im Dschungel, ne? Da werde ich ja wohl noch den Wildpark in der Lüneburger Heide schaffen. Emma, guck mal. Guck mal, guck mal. Die haben sich Hallo gesagt. Och, süß. Komm mal, auch Nasi, Nasi. Oh, wie niedlich ist das denn bitte? So sah der Knochen aus, Emma, bevor er ein Knochen war. Ist das süß? So ein Knautschgesicht. So wirst du heute Morgen auch ein bisschen. Ja, ehrlich gesagt, ja. Und die Nase ist das nicht süß. Jo, oh, und ganz weich. Und ganz stinkig. Du redest vom Schwein, ne? Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Aber jetzt nochmal, genau, Dschungel. Wie lange hast du überlegt, als man dich gefragt hat? Es kam der Anruf. Und mein Mann sagt jetzt mal Quatsch und hat gesagt, nee, das macht sie nicht und aufgelegt. Und ich so, Steffen, pass mal auf, das war nämlich gerade in der Umzugsphase auch wieder nach Deutschland. Ich hatte gerade einen ganz tollen Krimi, einen Zweiteiler gedreht, einen Taunuskrimi. Und dann habe ich gesagt, lass uns doch mal überlegen. Und er so, bist du bescheuert? Was willst du? Nee, hallo? Und es war natürlich ein Wagnis, weil es kann natürlich imagemäßig auch schwer nach hinten losgehen. Aber, ist das? Nee, überhaupt nicht. Also ist das Ziel dann tatsächlich so auch so ein bisschen der Promo-Gedanke, Krimi bewerben, wieder Comeback zeigen und so? Ja, das kam halt so, ich dachte, ja, also, leise kann ja jeder, ich mach mal mit einem Paukenschlag, also zurück in Deutschland, das volle Programm. Mhm. Erstens der Krimi, den habe ich ja gedreht, obwohl ich in Marbella zu der Zeit noch gelebt habe und bin dann halt immer hin und her. Der war halt wirklich auch schon Paukenschlag, dann kam Dschungel, der Playboy und alles auf einmal. Na? Warum leise, wenn es auch so richtig, geht? Also nein, aber das war ja überlegt und hab die Entscheidung auch nie bereut. Hallöchen! Ja! Na, moin! Du? Der ist aber wirklich toll. Ist ja nicht wunderschön. Der ist wirklich wunderschön. Ist der echt? Oder ist es so genau. ein, steckt da ein Student in einem Kostüm drin? Wie das wohl so ist, wenn man so einen riesen Teil auf dem Kopf hat.
Der musste jetzt sein, ne? So, du musst dir vorstellen, hier war alles voll mit Leuten. Also es war ja wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, wir heiraten in meinem Heimatort. Hier bin ich ja wirklich aufgewachsen, bin geboren in Lüneburg und hier dann die ersten Jahre auch zur Schule gegangen. Und alles war voll. Wir hatten tatsächlich ein bisschen ein Problem. Dann kam die Feuerwehr dazu, die dann wirklich, die standen so. Das ist ein bisschen, als würde die Königin ihre Tochter übergeben. Ein bisschen hochhalten. So ein bisschen schon. Ja, also ich glaube, dass viele auch sich wirklich gefreut haben, dass ich dann auch für diesen wirklich großen Moment in meinem Leben auch dann hierher zurückgekommen bin. Mhm. Wie lange hielt es eigentlich? Also, 12 Jahre. 12 Jahre, das war stolz. Ich glaube auch an die Ehe und hat mich jetzt natürlich damals auch wirklich sehr getroffen. Also dieses Ende war für die lange Zeit und für wirklich auch eine schöne Ehe, wie ich fand, doch sehr unrühmlich und sehr, ja, schade. Mhm. Also so oder so, wenn man auseinandergeht, aber eben auf diese Art und Weise war bitter. Hatte ich sehr dran zu knabbern. Ja, das ja, und jetzt weinst du ein bisschen doch, und dann gehen wir jetzt mal rein. Ich weine immer nur bei Hochzeiten. Scheidungen, ja. Ich finde immer Scheidungen, keine glückliche Ehe wird geschieden. Eigentlich ist eine Scheidung auch was Glückliches. Ne? Weil dann ist vorbei. Ja, und Scheidung ist aber auch Scheitern, ne? Ja, das stimmt. Ich habe ja nicht nur geheiratet hier in der Kirche, ich wurde hier auch konfirmiert. Oha. Und das hat sich wirklich, also das Thema Kirche hat sich doch sehr durch mein Leben gezogen, also gerade als junge Frau. Du warst engagiert, ne? Ich war engagiert. Ich war tatsächlich im evangelischen Jugendkreis, nannte sich das Ganze. Also das kam halt so nach Konfirmation und so weiter. Das war aber wirklich toll. Also, glaubst du an Gott? Pastor Palmer. Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich bin gläubig, ja. Hast du denn in der Zeit, in der es dir schlecht ging, ich meine, also wenn das stimmt, dann hat dir ein Arzt gesagt, wenn du so weitermachst, dann stehst du quasi kurz vorm Exodus. Also dann ist das ja tödlich. Das, ne? Ja, hat er gesagt. Und das war natürlich extrem einschneidend. Und ja. Vielleicht auch das Verständnis dann für einige Leute, die mich dann auch mal fragen, so, ja, ist das nicht eine Versuchung, wenn du da und dahin gehst? Nein. Mhm. Also wenn du so eine Ansage bekommst, schon mal gar nicht. Also, hast du da sowas wie Halt in der Kirche gefunden oder war das ein Thema für dich? Dann da habe ich ganz viele Sachen ausprobiert. Also von sehr viel Sport, Meditation, Yoga, alles Mögliche. Durch die Natur laufen, Kühe umarmen, Bäume umarmen, auf Berge glotzen. Es ist hier nicht so bedrohlich. Ich bin ja katholisch aufgewachsen, sehr katholisch aufgewachsen in Baden-Württemberg, wo das alles noch eine sehr große Rolle spielt und empfand die Kirche immer als sehr bedrohlich. Hier ist das weniger. Man sieht nicht diese leidenden Jesusbilder. Es ist recht neutral. Das ist in der evangelischen Kirche auch nicht so. Und vor allen Dingen, hier musst du ja auch dich knien. Nicht beichten. Und genau. Ja. Ja, wobei, ich meine, hast ja Absolution. Du kannst ja ganz viel Blödsinn machen, beichten und alles ist wieder gut, ja, oder? Ja, stimmt. Würdest du besonders lange brauchen? Vielleicht überlege ich noch mal. Wie bitte? Würdest du besonders lange brauchen, wenn du beichten müsstest? Ich habe doch jetzt schon bei dir so viel gebeichtet. Absolut, ich bin ja sowas auch, so wie jemand, der die Beichte abnimmt. Ja. Ich bin dein Beichtvater. Ja. Wenn du noch irgendwas erzählen willst. Bin begeistert. Mein Lieber. Das war's, ne? Ja, das war's. Wieso putze ich die Füße ab, wenn ich rausgehe? Ja, damit ich draußen nichts schmutzig mache. Wer weiß. Schön, dass du da warst, mein Lieber. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Vielen Dank, dass du mir sämtliche Restwürde beim Schlittschuhlaufen genommen hast. Und das war hochinteressant. Ich habe dich von der Seite kennengelernt, die ich nicht kannte, durch all das Boulevardzeug, das ich über dich weiß. Siehst du? Das war angenehm. Hat es doch gelohnt. Wo geht's jetzt hin? Jetzt gehe ich hier zur Bildzeitung und berichte. Ich muss nur noch ein bisschen das übertreiben und so. Ich überlege noch ein paar Schockbilder und so überlege ich mir noch.
Pass gut auf dich auf. Lieber. Danke. Ja, ich will nichts mehr lesen in diesen Blättern über dich. Bis denn. Nichts Schlimmes, nur gute Sache. Nichts Schlimmes, ja. Danke dir. Tschüss. Tschüss.